Dreckskanal. Okay, dann gucken wir das Video von Iraj. Ey, Digga, Iraj ist einfach eine Legende, Digga. Ja, du siehst gut aus. Ein schicker Outfit hast du an. Oder soll ich dir noch was dazu sagen? Digga, wie macht er das, dass er so ernst bleibt, dieser Wichser? Das ist voll okay, ich bin an der Ausfahrt. Das ist voll nicht witzig. Wieso machst du da? Wie sie so, wie er sie nur kurz einmal anguckt und sie kriegt direkt Lachflash. Das ist immer versteckt, die Kameras. Entschuldigung, die Herren, dürfte ich eine Frage stellen? Ja, wir auch. Ja, ich such dir auch. Was wir tun sie zur Bienenhalle suchen hier. Aber ich wollte doch eigentlich die Frage stellen. Ach so, nein, ich suche was anderes, ehrlich gesagt. Was ja, gerne. Du? Köln Hauptbahnhof möchte ich gerne. Ja, ist mal hier, da würden wir auch mal gerne. Köln. Keine Ahnung. Wir kommen nicht von hier. Von wo also, kommen die wohl? Von Köln. Wer ist das denn? Ja. Warte mal, ich frag dir mal, wer ist. Scheiße, sorry, wer bist du? Nein, ich sag nur, du bist ein Oberhaus. Ob der dazu gehört? Gehörst du dazu? Gehört ja, dazu? Ah ja, gehört dazu, okay, dann verstehe ich jetzt die Sache. Du bist nach Köln? Genau, nach Köln, ja. Da soll ja dieser Dom stehen. Ja. Den gucke ich mir mal an, dachte ich mir. Ja, du musst ja erstmal nach Köln fahren. Die Frage ist, wie komme ich nach Köln? Das ist jetzt die Frage, die ich gerade habe. 1,4 Kilometer. Wahrscheinlich 1,4 Kilometer? Das ist doch viel länger. Ich check's gerade nicht, was macht der? Das ist doch viel länger als 1,4 Kilometer. Wir fahren mit dem Taxi jetzt. 18 Minuten, das kann nicht sein. Ich fahr viel länger nach. Hä, hat der die unsympathisch Cap an? Das ist unmöglich. Was ist es denn? Was sagt denn der Mann? Ja, auf jeden Fall nicht 1,4 Kilometer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau, genau, genau. Ja, dann musst du mit dem Zug fahren. Ja, ich wollte ja nur wissen, welchen ich nehmen muss. Richtung Mülheim. In Mülheim war ich schon. Ich habe gehört, in Mülheim soll es richtig leckere Brötchen geben. Aber ist eigentlich viel zu spät. Sorry, ich habe gerade Gedanken. Mülheim? Mülheim ist ein Stadtteil von Köln. Ob dich wirklich nach Mülheim müssen? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich entführen will und hinter in Mülheim jemand auf mich wartet, der mich dann, naja, im Kofferraum verstaut. Also Mülheim und dann? Ja, Mülheim ist Köln. Aber der guckt mich ganz schön böse an. Nein, ich bin. Wie bitte? Mülheim ist ein Ortsteil von Köln. Mülheim ist doch nicht Köln. Mülheim ist Mülheim. Nee, Mülheim ist ein Ortsteil. Digga, der hat einfach die Unsympathisch-Cap. Ich komme nicht drauf klar. Der will mich in eine Falle locken. Nein, ich mache nur ein bisschen Angst, weil der so groß ist. Willst du mir in eine Falle locken? Was denn? Falle? Achso, nein, ich meinte jetzt nach Köln. Kannst du hören, was ich denke? Falle, weil du Falle gesagt hast. Wie kommst du gerade auf Falle? Digga, was ist mit dir? Mülheim ist ein Ortsteil und ein Stadtteil von Köln. Kannst du hören, was ich denke? Ja. Alter, hau rein. Hier, hau rein, sei ein Dubio und komm. Danke. Pardon, mein Herr, dürfte ich mich hier zugesellen? Ja? Okay, bleiben Sie sitzen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wäre das vielleicht okay, wenn ich hier ganz kurz so ein Placement rein squeeze? Ja? Okay. NordVPN hat ein neues Feature, den Bedrohungsschutz. Der Bedrohungsschutz schützt dich vor schädlichen Webseiten,
Viren, Online-Trackern und aufdringlicher Werbung. Wenn du versehentlich eine infizierte Datei herunterlädst, wird sie sofort gelöscht, bevor sie auf deinem Computer Schaden anrichten kann. Hm. Wer kennt es nicht? Man öffnet eine Webseite und schon wird man mit Pop-Up-Werbung bombardiert. Der Bedrohungsschutz blockiert sie für dich. NordVPN. Der Bedrohungsschutz schützt sich selbst dann, wenn du gerade nicht mit einem VPN-Server verbunden bist. Hey, Junge. Von mir aus kannst du eine Stunde hier stehen bleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Hey, ich hab das gerade nicht gecheckt. Was war das für ein Einschieber? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Ey, wenn du Helfer brauchst, sag's doch. Dann nicht. Ja, dann ab. Ey, lass dich einfach mal überlegen, der guckt einfach nur. Das muss man sich einfach mal überlegen. Der geht da hin und guckt. Was ist denn da los? Was, Chat? Was, Starre? Was wollt ihr mir damit sagen? Kannst du das bitte lassen? Hey, Junge. Der war sehr, sehr trocken, warte. Kannst du das bitte lassen? Na, 17. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ja, ich kann mich auch so machen. Hallo, hallo. Hallo. Entschuldigung, wisst ihr vielleicht, wie ich zum Bahnhof komme? Ich dachte, ihr habt gerade Google Maps auf oder so. Deswegen dachte ich. Wo lang? Was ist los? Wisst ihr es oder nicht? Okay, dann fahre ich einfach weiter, danke. Oh! Jirac, hi! Alles gut. Hat er mich geredet? Hat er mich schon gesehen? Okay. Der Film nehme ich da hinten versteckt der Kamera. Digga, Marc und Jirac sind einfach zwei YouTuber, die einfach auf YouTube gefehlt haben. Zum Glück gibt's die beiden, oder? Und schade, dass es mich gibt.
Wirklich sehr, sehr geil. Wirklich, ich würde schon fast so weit gehen und sagen, mega geil. Ich würde schon fast so weit gehen und würde sagen, super mega geil. Ich würde fast schon so weit gehen und sagen, she says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.